Eine Woche vor dem DFB-Pokal-Halbfinale gegen den VfL Wolfsburg haben die Frauen des SC Freiburg in der Bundesliga beim FSV Gütersloh gewonnen. Marina Markanza brachte den Sportclub früh in Führung. Kurz nach der Halbzeit gelang den Gastgeberinnen durch Rebecca Kranz der zwischenzeitliche Ausgleich. Lange hielt der Gütersloher Jubel allerdings nicht. Drei Tore in drei Minuten entschieden das Spiel zugunsten des SC. Zuerst traf Spielführerin Carolina Abbe nach Ecke von Juliane Meyer zum 2:1. Den nächsten Eckball verwertete Sonja Giroux in Minute 67 zum 3:1. Den Schlusspunkt setzte Hasret Kaiji nach Vorarbeit von Marina Markanza. Der Sportclub klettert nach dem 4:1 Auswärtssieg in der Bundesliga-Tabelle zwischenzeitlich auf Rang 4 und empfängt am Samstag, den 2. März um 14 Uhr den VfL Wolfsburg zum Halbfinale im DFB-Pokal.